Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zurück zum Zwei-Sternhof. Ja, wir spielen hier heute am Sonntag. Das ist erstmal so ein Gedankengang, dass wir vielleicht den Zwei-Sternhof so sonntags am Leben erhalten. Dann mal schauen, wie er so bei euch ankommt. So, jetzt muss ich aber erstmal konzentrieren, denn wir müssen hier, muss irgendwo der Feldweg gleich rein, deswegen blinke ich schon mal. Ah, okay. Bisschen versteckt, ne? Denn wir wollen hier mit dem Hafer zum Pferdehof. Da gab es eine neue Frage bei den PS4-Folgen, da mache ich mir jetzt gerade mal einen Kopf. Da haben wohl ein paar auch neu angefangen und da kommen dann immer wieder mal Fragen, hey, wie mache ich dies oder jenes? Und da bin ich gerade überlegen, ob wir mal ein Video erstellen. Direkt für die Konsole. Was für Mods sind interessant, also, oder wichtig erstmal, ne? Jetzt mal abgesehen von tollen Maps oder so. Sagen wir nur, was sollte man sich auf jeden Fall drauf machen? Wie funktioniert das überhaupt mit den Mods und so? Ist für viele alte Hasen unter uns sicherlich uninteressant, aber ich denke mal, für die Neuen wäre das nochmal eine tolle Sache und das werde ich mal in Angriff nehmen. So, wir haben ja schon ein paar Pferde, ich muss dann auch mal beobachten, wann die denn soweit sind, dass wir die verkaufen können. Und spannend wird es auch nochmal zu gucken, wo kommt jetzt der Hafer rein. Aber ich meine, das müsste ganz vorne sein, wo die beiden Silos sind hier. Es sei denn, das sollen Wassersilos sein. Hier kriegst du nämlich kein Abladesymbol. Ne, ich dreh nochmal. Wo ich da jetzt rumeier. Okay. Hier soll es dann sein. Und somit sollte jetzt bei den Pferden wieder alles im grünen Bereich sein. Müsste nochmal ausgeritten werden. Aber das sollten eigentlich auch die Helfer dann übernehmen. Der wird das hier, das hängt von Sauberkeit ab. Hafer und Heu. Okay. Tägliches Reinwert 36%. Also es müsste eigentlich klappen. Ich hoffe mal, dass die Mod läuft, dass wir nicht jedes selber ausreiten müssen. Und die Werte sind eigentlich so ziemlich ähnlich jetzt bei den Pferden. Ne? Strom muss demnächst mal wieder rein. Heu haben wir jede Menge. Das reicht erstmal. Jo. Dann fahre ich mal wieder zurück, denn ich brauche den Traktor unten. Da ist auch unsere Einstreu. Und hier kommst du nicht weiter, okay?
Ah, die Schaufel, die sollte ich langsam auch mal abmachen. Ich weiß nur gerade nicht, wo wir die mehr brauchen. Eigentlich hier oben, ne? Ich das Ding auch mal in die Halle packen. Was soll ich denn ganz mit dem Teil rumfahren? Nur nicht vergessen, wo es ist. Und hier werden wir später auch mal einen eigenen Hoftraktor hinstellen. Wenn es denn soweit kommt. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte mich vorhin noch bei den Mods drin. Dachte, hey, irgendwas wolltest du noch haben? Ich wollte mal zum Abkoppeln das Teil mir eigentlich holen. So, ich schaue mir mal extra. Und der kommt davor. Dann düsen wir mal runter. Halt! Wo ist mein Anhänger? Verdammt! Den brauchen wir doch. So, ich spring mal kurz zum Drescher. Ist immer noch nicht so weit hier. Sollen wir doch mal die Zeit dann auf fünffach stellen. Das war jetzt halt nur blöd mit den gemieteten Teilen, ne? Aber sonst wird das ja hier nichts mehr. Obwohl, wir überspringen ja die Nacht. Das ist ja auch noch. Dann passt das auch von den Zeiten. Ich mach den jetzt nochmal aus. Wichtig ist erstmal, dass wir den Hurleyman nach Hause bringen. Denn der muss hier nochmal einsehen. Noch eigentlich rechts rumfahren, ne? Holen jetzt einen Umweg. Einfach links. Den finde ich jetzt so geil vom Sound, von der Gasannahme und so. Echt geil gemacht. Geht schon vorbei, Geheimweg? Ne, der kommt gleich. Genau, über die Wiese durchs Wasser. Geht auch nur, solange der Wasserstand noch nicht so hoch ist. So, da ist der Flug, den werde ich den Grubber mal daneben stellen. Jetzt suchen wir mal in die Seemaschine. Bin auch mal gespannt, was da noch drin ist. Na, ich war ja halt lange nicht da auf dem Hof, ne? Da ist er doch. So, ne? Ja, ist noch genug drin. Was soll man denn haben überhaupt?
sind ja von der Lagerkapazität beschränkt, haben wir ja festgestellt, ne? Obwohl, das sind ja 100.000 Liter. Ich hatte mich verguckt. Nichts mit 10.000. Ja, dann haben wir ja doch noch ein bisschen Platz. Was wir jetzt gar nicht da haben, ist Weizen. Hafer haben wir jetzt eigentlich erstmal genug. Kommt natürlich auch darauf an, was wir mit den Tieren noch so weiter machen wollen. Könnten dann vielleicht auch mal auf Mais gehen. Aber Mais, klar, brauche ich eine andere Seemaschine. Da war auch ein bisschen Geld verdienen wollen, erstmal zum Start, damit wir überhaupt Kühe kaufen können. So. Nehmen wir nochmal Weizen. Ich mal einstellen. Z. Wie Saat. Ganz Weizen. So. Da sucht er sein Feld. 14, ne? Ja. Ja, und das ist hier die Wiese, wo ich hier das erste Heu gemacht habe. W4. Und die könnte auch schon wieder bearbeitet werden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir nicht auch sogar einen Kursbreakkurs hatten. Nee, leider noch nicht. Können wir mal nochmal erstellen. Ne? Wobei, so eine kleine Wiese könnte man mal gemütlich selber abmähen. Und los geht's. Ja, die müssen wir mal stoppen. Mein Freund, denn hier ist gerade nichts mehr. Das ist echt doof gelaufen, dem Timing. Stellen wir hier zur Seite. Dann können wir schon mal wieder einsammeln. Und ich glaube, der ist dann eh fast voll. Mal rückwärts randüsen. Oh, da passen 24 drauf. Wir haben erst 14. Okay. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Dass das so noch passt. Aber von mir aus. Und los geht's. In den Abend rein. Ja, und bei euch so. Ich hoffe, ihr habt das Wetter heute ein bisschen genossen. Oder genießt es noch. Ist ja echt traumhaft, ne? Nur irgendwie. Ah, mit diesem Corona, ne? Ich wollte es eigentlich nicht ansprechen. Ich kann es auch nicht mehr hören, aber. Ah, man fühlt sich schon so ein bisschen eingesperrt. Aber es kommen ja wieder bessere Zeiten.
Wir haben zum Glück noch einen Garten, wo man sich mal so ein bisschen entspannen kann. So, 16 haben wir jetzt. Und die kommen dann auch komplett zum Pferdehof. Die behalten wir. Was auch eine tolle Karte für Seasons wäre. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die überhaupt Seasons Ready ist, die Karte. Seasons Ready brauchst du deswegen, damit quasi die Ballen, wenn du die jetzt irgendwie in eine Halle packst, ne? Oder eine Scheune oder wie auch immer. Und das ist nicht für Seasons... Toll, roll doch weg. Für Seasons Ready, dann verfaulen die und verschwinden dann. Weil er dann nicht erkennt, dass die eigentlich geschützt liegen. Ne? Das ist ja wirklich das Tolle an Seasons. Diese ganzen Dinge. Aber mag nicht jeder. So, schiebt er nach hinten. Weiter geht's. Ein Stück zurück, so die Kurve nicht. Übrigens auch der Helfer hier vom Courseplay ist so eingestellt. Das kann auch übrigens hier Courseplay übernehmen, könnte auch einstellen. Der bekommt 1500 die Stunde, meine ich. 1500 die Stunde, ist das richtig? Ich meine schon, ja. Kannst auch so einstellen, dass er halt nichts bekommt, der Helfer, ne? Ui, da sind wir auch schon voll. Jo, so sieht das Ganze aus. Geht dann alles auch nochmal zum Pferdehof. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt, das alte Projekt. Und mir macht die Karte immer noch Spaß. Finde die auch eigentlich total schön von den... Hintergrund, alles nicht so platt, bisschen hügelig, bisschen verwinkelt, Pferdehof extra. Also ich mag die Karte. Okay, euch einen schönen Restsonntag und nächste Woche geht's dann weiter mit den beiden Karten. Lass mich überlegen, Ellerbach und Obergräbach. Macht's gut, ciao.